Das ist immer, wo ich mein Kit benutzen kann. Hör auf! Hey, meine Lieben, willkommen zu einer neuen Folge der Wiffle Challenge. Ich habe den Start ein bisschen verpennt, weil ich mich gerade irgendwie in den Song vertieft habe, aber egal. Wir machen die Challenge von der lieben Lena Warrior, und zwar hat sie geschrieben, Challenge Doppelpunkt, deine Freundin darf dir jede halbe Minute, was hat sie geschrieben? Mit ihr was nerven. Also, ja, zum Beispiel Haare durchwuscheln, Augen zu halten, Backpfeifen geben, ein Eisbucket drüber schützen, sowas halt. Ich habe mir gedacht, weil es ein bisschen zu oft wäre, darf sie das nur alle 45 Sekunden machen. Ich muss ihr auch ein bisschen was verbieten, weil immerhin gibt es gerade schon Urlaub außerhalb der Küche. Also, der Blick. Ja, wir spielen Ender Games, das Kid Vampir, glaube ich, haben die meisten von euch schon gesehen. Wir haben auch einen ultra guten Start, weil wir ja mal 9 Diamanten haben. Und damit können wir gleich was ultra geiles anrichten. So, wir machen jetzt erstmal Dia-Schwert. Dann Dia. Der Bastard wird sterben. Allein für das. So. So, ab jetzt gelten die 45 Sekunden, Leute. Ihr wisst Bescheid. So, nice. Hast du getimed? Ja. Okay, gut, gut. Alle 45 Sekunden kriege ich jetzt also irgendwas ab. Da ist jetzt noch einer. Da gucke ich mal, vielleicht kann ich den. Was ist das für ein Übermensch? Was? Ist das bitte für ein Übermensch? Der hat mir mit einem Schuss einfach mal eiskalt mehr als die Hälfte meines Lebens gezogen. Einfach mal alles eigentlich fast, bis auf ein halbes Herz. Es war, ich weiß nicht, was das für ein Typ war, aber es war einfach... Nein. Weg da. Oh Gott, ich krieg gleich jeden Moment irgendwas ab. Ich merk's jetzt schon. Nein. Stirb, Kuh. Oh Gott, dann habe ich das Kind Vampir genommen, sonst wäre ich jetzt so tot. Oh Gott. Oh, ich bin gepowert. Okay. Ich brauche einen Kompass, Nein! Okay, ab jetzt haben wir neue 45 Sekunden. So, Moment, okay. Das Schöne ist, ich glaube, ich habe für euch so einen Timer eingeblendet, wenn ich es schaffe, dass ihr dann immer seht, wann ich was abbekomme. Und, ja, beziehungsweise, wenn nicht, mache ich einen 10 Sekunden Countdown am Schluss immer. Okay, ich müsste ganz kurz mal mir irgendwas craften. Ich müsste mir ganz kurz irgendwie Zeit nehmen, irgendwas zu craften. Und ich bin gerade auch ein bisschen unter Stress, weil ich hier einfach so viel krasses Zeug habe. Und jetzt einfach mal ganz kurz den Baum muss und weiß, ich bekomme gleich wieder was ab. So, okay, Leute, also jeden Moment kommt gleich einer. Aber ich habe die Hoffnung, dass ich es noch ganz kurz schaffe, eventuell eine Hose zu machen. Nein, Helm! Ich bin jetzt geportet worden, das war so ein Houdini-Move, gibst du? Okay, also wir haben unser ganzes Gold verloren. Gut, dass wir das geschafft haben. So sieht ja aber auch die besten Momente aus, ne? Ich warte noch den Moment, wo es dann im Kampf kommt. So, den Typen killen wir jetzt aber mal ganz kurz. Moment, den sollten wir aber Moment. Ja, Moment. Aha, ich sag irgendwie oft Moment, kann das sein? So, okay, der ist geportet worden, aber ist im Moment wieder da. Jetzt habe ich schon wieder Moment gesagt. Und dann haben wir den auch. Nice! So, jetzt ziehe ich mir aber mal den Goldhelm an, den der dabei gehabt hat. Und dann mache ich mir was aus Eisen. Jetzt bitte nichts machen, okay? So, aber jetzt bin ich wieder angreifbar. Und, da sollte jeden Moment einer kommen. Ich muss es nur abschätzen. Ich würde eigentlich ganz... ganz gerne abwarten, bis genau das kommt. So. Okay, da vorne ist einer. Ich baue mich immer mit Enderperle hin. Und dann holen wir uns den. Nice. Der nächste ist auch da, gleich hinten. Da gucken wir auch mal, vielleicht kommen wir da... Komm schon. Das Schwein nehmen wir kurz mit. Dann kommen wir jetzt wieder porten. Habe ich den gerade gekillt? Indem ich eine Enderperle auf ihn geworfen habe, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube schon. So, da ist noch, da vorne ist noch einer. Der hat irgendwie ein gutes Schwert, glaube ich. Nee. Du schaust so blöd aufs Handy. Ich habe ein ganz blödes Gefühl gerade. Ich kann mal kurz das Pferd da, um ein bisschen Leben wieder reinzukriegen. Das Huhn und eventuell... Ey, ohne Witz, was macht der da? Nice! Das war ein Skillshot, Leute. Ich merke es jetzt schon, ich... Jetzt hältst du schon wieder die Augen zu. Bin ich gerade schon wieder geportet worden? Keine Ahnung. Bin mir nicht sicher. Okay, Leute, wir haben doch mal die Augen zugehalten bekommen. Ich schau mal ganz kurz, wo der nächste kommt. Der dauert noch ein bisschen. Dann würde ich sagen, gehe ich ganz so davon ein bisschen. Guck einfach mal da nicht rein, so wird geportet. Und dann gehen wir auf den nächsten drauf. Das sind zwei Stück, scheiße. Da kann ich mal, vielleicht kann ich den einen da mir so ein bisschen holen. Beziehungsweise, das ist ein Tintenfisch. Das ist ein richtig... Komm schon. Oh mein Gott, zum Glück bin ich Vampir. Okay. Was machst du da? Was mal? Also, ihr werdet jetzt wahrscheinlich gar nicht sehen, aber... Die malt mich gerade an.
Ich zeig danach auch ihr Meister weg in die Kamera. Aber sie hat mich gerade angemalt, was extrem irritierend ist. Moment, den... So, haben wir auch. Nice, okay, wir sind im Finale, Leute. Wir haben 8 Kills gemacht. What the fuck, hast du denn geschrieben? Gerade Cube? Ups. Dann schaue ich das Meisterwerk an. Ah, ich weiß nicht, ob das... Sieht man das? Ja, das sieht man. Das lassen wir jetzt auch so genauso... Genauso tätowieren. Gut ist aber, dass wir im Finale sind. Und dass die Runde vielleicht echt was wird. Also ich hatte vorhin ein paar Runden, wo ich gestorben bin, ohne den Kill zu machen. Die habe ich da aber nicht genommen, weil die so langweilig waren, dass ich sie nicht nehmen wollte. Aber... Die Runde läuft echt gut. By the way, sorry, dass gestern kein Video kam. Ich habe das irgendwie total verplant, was aufzunehmen. Entschuldigung dafür, aber ich hoffe, ihr konntet es überleben. Dafür bekommt ihr jetzt so eine coole Challenge dafür. Als Ausgleich, habe ich mir mal so gedacht. Und ich hatte es echt noch oft genug. Wir haben das Finale gegen Yoshi. Leute, ihr wisst Bescheid. Ich finde es aber ganz gut, dass der ein bisschen weiter weg ist, weil ich dadurch verhindern kann, dass ich unter dem Kampf irgendwas gleich abbekomme. Ja, okay, das war jetzt nicht so schlimm, das ging klar. Auch wenn... Das schaut nicht mal schlecht aus. Der sieht auch total destroyed jetzt aus, aber schaut echt nicht schlecht aus. Ich glaube, du sollst mal immer meine Haare machen. So, Leute, wir sind hier im Moment im Finalkampf. Ich muss es jetzt in den nächsten 45 Sekunden schaffen, irgendeinen Typen da hinten zu killen, bevor ich wieder unterm Kampf was abbekomme. So, jetzt lauf nicht weg. Jetzt lauf doch nicht... Komm, bleib auf Distanz. Aber ich lasse ihn jetzt mal ein bisschen auf Distanz bleiben. Sagt er, während er zu ihm hinrennt. Bis ich da wieder was abbekomme und dann... Oh nein. Oh nein. Der hat einen Regietrank drin. Okay, ich muss irgendwo hin, wo Tiere sind. Ich muss irgendwo, wo ich mein Kit benutzen kann. Hör auf! Okay. So, okay, wir haben was abbekommen. Jetzt muss ich was machen. Schnell. Moment, der teilt gerade echt gut aus. Ich gucke gerade mal, das Schaf da zu killen. Nice. Vielleicht einen Goldapfel rein zu snacken. Okay, das Problem, er hatte diesen Regietank. Das nervt mich gerade so ein dezent ein bisschen. Vielleicht kann ich aber irgendwas im Bogen so ein bisschen machen. Okay, nice. Komm doch her, ich habe ein paar Blumen für dich. Komm her, ich habe ein paar Blumen. Ich sehe es jetzt schon. Ich seh, jeden Moment kriege ich wieder was ab und deswegen werde ich jetzt sterben. Nein. Oh ja! Puh! So. Okay, Leute. GG. GG. Wie viel? 40. Ja, okay, gut. Ich glaube, ich habe eine ganz gute Bandbreite irgendwas abbekommen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst. Für diese Challenge. War mal was anderes. Auf jeden Fall, coole Idee. Danke an dich, Lena Warrior. Lasst ein Like dafür, meine Freunde, dass sie sich hier geopfert hat für diese Challenge. Und ansonsten würde ich sagen, lasst allgemein ein Like da, wenn euch das Video auch gefallen hat. Und schreibt mir weiter Challenges in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao, meine lieben Cubies.